ohne zu sehen, nur mit den Fingerspitzen zu erfüllen, was in so einer Kiste drin ist, da braucht schon einiges zu. Wer sich eine Taskbox bauen will, der braucht nicht viel. Einen ollen Karton, ein paar Handschuhe, Klebeband, Loch rein, festkleben, abschneiden, fertig ist die Taskbox. Wer es ein wenig hochwertiger will, braucht Holz, Magnete, Schrauben, ein bisschen Folie und fertig ist die klappbare Box für unterwegs. Ich habe mir überlegt, dass unsere Taskbox auseinanderbaubar ist, zusammenlegbar ist, damit man sie gut transportieren kann, beziehungsweise das Zusammenstecken vorher auch schon zu einer Art Spiel wird. Jede Taskbox, egal was ihr bauen wollt, ihr braucht Holz. Das ist so eine Art Betonplexplatte. Ihr könnt aber eigentlich jedes Holz nehmen, was da ist. Schön wäre es, wenn es einigermaßen stark ist, 12 mm, dafür habe ich mich jetzt hier entschieden, damit die Kiste auch ordentlich stabil ist. Unsere Box hier, die soll 30 x 18 cm groß werden und entsprechend habe ich die Platten zuschneiden lassen. Wir haben zwei Deckel, zwei längliche Seitenteile und zwei kürzere Seitenteile. Bei den Seitenteilen, so habe ich mich jetzt entschieden, ist es wichtig, bei der Breite die Stärke des Materials von Deckel und Boden abzuziehen, damit das Ding, so möchte ich es zumindest haben, am Ende quadratisch ist. Die länglichen Seitenteile bleiben so lang, sind also 30 cm lang. Hoch sind sie dann 15,6 cm, 30 cm lang. Die kurzen abgeleitet dann auch. Ich habe die Materialstärke an allen Seiten abgezogen, also habe ich 156 mm mal 156 mm. Die Taskbox hat einen Eingriff. Irgendwo muss ich mit der Hand reinkommen, weil so ist das Spiel. Ich habe was in der Box, was ich erraten will, erfühlen will, ertasten will. Ich habe hier jetzt so eine Lochsäge. Die macht es mir ziemlich einfach, auch wieder einen kreisrunden Ausschnitt hinzubekommen. Ich kann aber auch einfach ein Loch bohren, mit der Stichsäge reingehen, gucken, dass ich das irgendwie stabil kriege und den Kreis aussägen. Zwingen sind ziemlich nützliche Helfer dabei. Damit kann ich mein Werkstück, mein Material irgendwo festschrauben, sodass es mir nicht flöten geht. Ich will den Eingriff zentral haben und zeichne die Diagonalen an. Eine Diagonale, eine weitere Diagonale. Und hier, wo sich die Diagonalen treffen, da setze ich jetzt den Bohrer an, hier die Lochsäge, ziehe einmal durch. Da ist die Platte, hier ist unser Kreisausschnitt, da gehe ich jetzt einmal mit dem Sandpapier dran vorbei. Glatt genug, Kanten sind gebrochen, keine Verletzungsgefahr mehr, kann verbaut werden. Kommen wir zur Montage. Idee ist es, mit einem solchen Magnetschnepper die Seitenteile und Boden und Deckel miteinander verbinden. Kein Leim, keine Schrauben, sondern ausschließlich diese Magneten als Verbindung für die komplette Box. So zeichne ich es jetzt an, kann die eigentlich irgendwo platzieren. Wenn ich da die Schnapper da dran mache, gucke ich einfach, dass sie bündig liegen. Schrauben gab es dabei. Eins, zwei. Eine Seite fast schon fertig. Alle vier fest, selbe Spielchen mit der anderen Seite. Bei Front- und Rückseite einfach den Schnepper hier dran halten, gucken, dass es vorne bündig ist, festmachen. Jetzt stellt sich die Frage, wo kommen denn jetzt genau die Plättchen hin bei den Gegenstücken? Da werde ich es jetzt versuchen, die einfach da gegenüber zu legen und die einfach per Auge, per Hand an die Stelle zu bringen, wo ich sehe, da müssen sie in etwa hin. Alle Schnepper am Platz. Jetzt muss natürlich an die andere Seite hier dieses Blech, was vom Magneten angezogen wird und für die Verbindung sorgt. Ich lege mir das jetzt einfach so da dran. Das hat Spiel. Also da ist ein bisschen Platz da. Muss jetzt nicht besonders exakt sein. Ich kann es einfach Pi mal Auge hier dran schrauben. Das sollte reichen.
Alle Magnetschnipper sind montiert. Ein bisschen fricklig bei der Nummer ist zu sehen, muss ich ein bisschen Abstand halten zum Rand oder nicht. Aber da hilft dann an der Stelle kurz überlegen, einmal versuchen, die Stücke so in die Richtung zu bringen, wie sie zusammenkommen, anlegen und einen kleinen Abstandshalter basteln. Hier passte gerade das Blech in doppelter Stärke einfach und dann ist das auch schnell gemacht. Wir machen jetzt den Einblickschutz an der Stelle hier. Da habe ich ein bisschen LKW-Plane mitgebracht, so Restplane. Irgendwo fragen, dann bekommt man bestimmt einfach ein Stück. Da zeichnen wir jetzt einmal an. Mit ordentlich Spiel ausschneiden, also einen Zentimeter. Schrauben das hier hinten drauf. Folie zurechtgeschnitten, hinten mit 4 Schrauben fixiert, fertig ist es. Also irgendwie hinten dran festmachen. Jetzt schneide ich es ein, diagonal einschneiden, fertig ist es. Jetzt möchte ich kurz einen Kaffee trinken. Danke. Oh, 2. Das war eine Menge Schrauberei, aber wir sind am Ende. Die Tastbox ist fertig. Unsere Tastbox für unterwegs zum Zusammenlegen. Stabil. Für unterwegs, zum Spielen. Man kann damit machen, was man will. Und die Josi lacht darüber. Also ich finde, also jetzt können wir mal kurz das Produkt an sich würdigen. Dann kann ich das auch transportieren, Freunde. Ich habe Spaß gehabt, diese Kiste zu bauen. Vielleicht wollt ihr es ja auch versuchen. Probiert's aus.